US-Ermittlungen zur Wahleinmischung, Putin strickt gegen Auslieferung von Russen. Russland werde niemals Staatsbürger an die USA ausliefern. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview gegenüber dem Fernsehsender NBC News gesagt. Mit seiner Aussage bezieht sich Putin auf 13 im Zuge der US-Sonderermittlungen angeklagter Russen. Niemals. Niemals. Russland liefert seine Staatsbürger an niemanden aus, sagte der russische Präsident. Er betonte allerdings, dass keiner der Angeklagten auf seinen persönlichen oder gar auf Befehl des russischen Staates gehandelt habe. Putin argumentierte, dass der russischen Regierung bisher kein ernstzunehmender Einblick in Papiere zu dem Fall gewährt worden sei. Die USA müssten schon Materialien, Spezifika und Daten liefern. Russland wäre dann gewillt, sich das anzugucken und darüber zu sprechen. Das Team um Sonderermittler Robert Mueller hat allerdings eine 37-seitige Anklageschrift veröffentlicht. Während der Untersuchungen zu mutmaßlichen russischen Wahlkampfeinmischungen hatte Mueller auch russische Staatsbürger angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, die Wahl unter anderem durch gezielte Posts und Aufrufe in den sozialen Medien beeinflusst haben zu wollen. Unter den Angeklagten sind auch persönliche Vertraute Wladimir Putins, wie der Oligarch Jewgeni Prichoschin. Russland hatte die Vorwürfe Müllers zuletzt als absurd bezeichnet.